Also das war jetzt echt ein Schock mit dem Monster da drin. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe einen Wagenheber. Okay. Und in diesen Raum werde ich. Warum guckt sie da so hin? Ach, sie guckt nur so. Nur geschäftsmäßig aussehende Papiere auf dem Schreibtisch. Die brauche ich nicht mitzunehmen. Okay. Und in den Raum werde ich garantiert nicht mehr reingehen. Ein Gesundheitsdrink. So, der Wagenheber, der könnte doch eigentlich. Moment, von wo sind wir jetzt nochmal gekommen? Der könnte doch eigentlich ganz nützlich sein. Kaputt. Ach, komm mal her, dich mache ich jetzt platt. Wenn du denn mal kommst. Na, komm her. Komm näher. Zack. Zack. Ne, der saß nicht. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ach, hier. Nee, wenn ihr zu zweit seid, dann lasst mich, dann gehe ich. Also dann habe ich da echt keinen Bock drauf. So, mit dem Wagenheber. Hier ist noch einer. Hallöchen. Wo kam ich denn jetzt her? Da, glaube ich. Oder? Ja. Mit dem Wagenheber. Wollte ich. Nein, da kam ich gar nicht her. Oder doch? Mit dem Wagenheber wollte ich nämlich nach oben, nee, nach unten und da die Tür öffnen. Oder war das hier vom Aufzug? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Hier waren wir aber auch noch nicht, oder? Schloss ist kaputt. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Auf der Rezeption liegt ein Besucherbuch. Das kann ich wohl ignorieren. Wieso? Du kannst dich doch eintragen. Ich war hier. Der Titel lautet Unterdrücker der Erinnerung. Was zum Teufel ist das denn für ein Titel? Das Bild sagt mir nichts. Du bist ja ein Kunstbanause. Was ist das? Sieht aus, als hätte hier mal ein Bild gehangen. Jetzt ist nur noch das Titelschild da. Flamme reinigt alles. Flamme? Hä? Na, ich weiß nicht, was hier für ein Bild hing. Aber Feuer liegt mir nicht so. Es macht mir irgendwie Angst. Ich finde, die ist so ein typischer Teenager. Ich glaube, so war ich auch in dem Alter, so voll zickig und etwas angepisst von allem. Hallo? Nimmst du den? Ich habe einen Schraubenzieher. Schloss ist kaputt. Und ich habe schon gelesen, dass Leute in den Kommentaren sich fragen, warum in einem Bürogebäude irgendwie 90% der Türen abgeschlossen sind. Ganz ehrlich, das frage ich mich auch. Was hängt denn hier? Eine Liste der bevorstehenden Ausstellungen in der Galerie. Wen juckt das schon? Alles klar, du bist total desinteressiert und gelangweilt. Ich habe ein Katana. Oh, wie geil. Jetzt machen wir hier. Wir machen einen auf Kill Bill. Wir nehmen mal. Wir rüsten das jetzt direkt mal aus, wenn wir hier drin sind. Ach, da können wir gar nicht rein. Hätte ich mir ja denken können. Waffen? Katana. Und wehe, das ist jetzt nix. Katana ist ein. Das ist ein kurzes Katana, ca. 60 cm lang, ziemlich kraftvoll und leicht zu benutzen. Ja, das möchte ich auch hoffen. Ja, das wird schon abgehen, hoffe ich. So. Dann gehen wir jetzt. Was war hier? Schloss ist kaputt. War ja klar. Dann gehen wir jetzt zum Aufzug. Habe ich da gerade was gehört? Warum laggt es gerade so? Ich muss mal, glaube ich, eben kurz eine Aufnahmepause machen. So, jetzt müsste es gehen. Ich weiß nicht, warum das gerade so geleckt hat. Nee, hier war das ja gar nicht. Wo wollte ich denn eigentlich hin? War da nicht irgendwie so ein Aufzug? Nee, da nicht. Und da auch nicht. Okay, dann war das doch unten. Gehen wir da nochmal hin. Oder oben? Was ist denn eigentlich oben? Wir waren doch jetzt ganz oben. Sechster Stock, ja, war klar. Es ist so klar, alle Türen versperrt. So, wir können jetzt nicht in Etage 4 und auch nicht in 3. Oder funktioniert das jetzt? Ich glaube eher nicht. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo das war. War das ganz unten?
Hier sieht aber auch alles gleich aus. Oder war das hier? Ah, das war hier. Genau. Die Aufzugtür ist ein wenig geöffnet. Der Spalt ist aber zu eng, um nützlich zu sein. Der wird nützlich sein. Pass mal auf, Mädel. Wir machen nämlich jetzt einfach den Wagenheber dazwischen. Das wird schon. Und mir fällt gerade auch noch ein, dass wir wahrscheinlich. Oh, ja. Die Tür unten scheint auch offen zu sein. So komme ich auf keinen Fall hinunter. Ja, ich wollte nämlich sagen, jetzt weiß ich auch, womit wir das Seil aus der Schublade holen können. Und zwar mit dem Schraubenzieher, den wir haben. So, jetzt bin ich wieder verpeilt. Hierher. Daher und dann da. Okay. Wie oft ich immer auf die Karte gucken muss, ist es unglaublich. Nee, war das jetzt hier? Da war das. Jo. Ich glaube, ich sollte auch mal so langsam wieder speichern. Verwenden. Ich habe ein Seil. Eine Seil. Da stand gerade tatsächlich eine Seil. Ich habe eine Seil. Naja, so einen kleinen Übersetzungsfehler kann man ja mal verzeihen. Solange es nicht so tragisch ist wie bei Kuon. Falls ihr das auch gesehen habt. Da war die Übersetzung ja, oh mein Gott, war das grottig. Ich habe das Seil verwendet. Willst du am Seil hinunterklettern? Ja. Okay. Ach, jetzt sind wir in Etage 2. Alles klar. Kann man die aufmachen? Nein. Da kann man speichern. Brauchen wir jetzt nicht, denke ich. Hier ist ein Aufzug. Da ist verschlossen. Da ist auch verschlossen. Hier wahrscheinlich auch. Ja, ist ja klar. Hier vielleicht. Nein. Da aber. Ich habe jetzt immer Angst, wenn ich in so Räume reingehe. Ist das die Rezeption? Überall liegen Kataloge verstreut. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier was Wichtiges. Okay. Aber du guckst da irgendwo hin. Nur wo? Ach, da. Da. Getrocknetes Rindfleisch. Lecker. Bin ich? Ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also so wie. Ah, doch. Doch, ich erinnere mich. Ich weiß aber nicht, ob wir hier schon rein müssen. Aber es ist nur ein Display, man kann sie nicht benutzen. Was ist nur ein Display? Aber es ist nur ein Display, man kann sie nicht benutzen. Die Toilette? Ein Display? Aha, okay. Sie ist offen. Mal eben gucken, wo die hinführt. Karte. So. Da ist sowieso überall verschlossen. Tja, dann würde ich sagen, ja, dann müssen wir da wohl rein. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil ich höre, dass im Hausflur Leute rumschreien und das macht mir irgendwie Angst. So, und jetzt würde ich sagen, ja, legen wir uns hier in die Badewanne. Das wird ein Spaß. I knew it. Ah! 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 Ah!
again. Did she do this too? Ja, jetzt befinden wir uns also in der alternativen Welt oder Parallelwelt oder wie auch immer man das nennen mag. Und jetzt geht es mit meiner Angst erst richtig los. Wenn ich das hier schon sehe, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Schiss. Oh Gott, ich gehe zurück. Bevor ich mich... Oh Gott, ich hab... Ich wollte erst gucken, ob hier noch was anderes ist. Was ist das? Igitt. Patronen für die Pistole. Okay. Ich würde sagen, wir müssen hier wohl raus.